Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Trek Online. Wir sind immer noch dabei, das müsste jetzt die Folge 4 sein. Es gibt kein Zentrum mehr zu spielen, also eine der beiden neuen Episoden. Die heimtückische Jula hat um eine Audienz beim Hohen Rat auf Konos gebeten. Ein selten angewandtes Gesetz der Klingonen hat ihr Haus wiederhergestellt, vorübergehend, und als Matriarchin ihres Hauses hat sie das Recht, vor den Rat zu sprechen. Ob sie die große Halle lebendig oder in Ketten verlässt, bleibt abzuwarten. Sie hat viel zu verantworten. Als Mitglied der Sondereinheit für Jula habe ich ihre Anwesenheit während dieses Treffens veranlasst. Sollten sie zu einem Ärgernis werden, erwarte ich, dass sie entsprechend halten. Natürlich gab es Ärger. Es gab erst einen Konflikt in einem klingonischen System, dann in einem Sternflottensystem, bei dem die dazugehörige Sternbasis zerstört wurde, und jetzt in einem romulanischen System, wo wir uns gerade befinden, da haben die unter der Kontrolle der Mokai stehenden Elachi das System angegriffen. Und jetzt wiederhole ich den letzten Dialog nochmal für euch. The Rift is closed. Well done, everyone. Captain Tarsif, the Republic owes you its sincere thanks. My compliments to you and your crew. Der Rift ist geschlossen. Gut gemacht. Captain Tarsif, die Republik schuldet Ihnen Dank. Mein Kompliment an Sie und Ihre Crew. Wir danken Ihnen ebenfalls, Captain. Many among us were once Romulan, Commander Jurok. We are proud to be of service to the Republic. There are more of these rifts in several systems. We will do what we can to close them. Viele unter uns waren einst Romulaner, Commander Jarok. Wir sind stolz, der Republik dienen zu können. Ja, wir haben ja im Verlauf der Zeit gelernt, auch in früheren Quests schon, dass Elachi sich vermehren, indem sie andere Spezies zu Elachi transformieren. In so einer Art... wie soll ich das sagen? Die sind dann in so einer Art Tank drin und da werden sie halt zum Beispiel von Romulanern zu Elachi transformiert. Es gibt weitere dieser Risse in mehreren Systemen. Wir werden tun, was wir können, um sie zu schließen. Verstanden, danke, Captain. I'm afraid Ja'ula isn't finished with us. I'm receiving a Priority 1 signal from the Kuvat system. Klingon revolutionaries are attacking a civilian shipyard. Transmitting the coordinates now. We'll join you there as soon as we've stabilized the situation on Base Station R88. Ich fürchte, Jula ist noch nicht fertig mit uns, Admiral. Ich erhalte ein vorrangiges Signal aus dem Kuvat-System. Klingonische Revolutionäre greifen eine zivile Schiffswerft an. Ich übertrage die Koordinaten. Wir schließen uns ihnen an, sobald wir die Lage auf Basisstation R88 stabilisiert haben. Also, zum Kuvat-System warpen. Eigentlich haben wir hier sowas wie einen klingonischen Bürgerkrieg. Aber offenbar zieht Jula auch die anderen galaktischen Großmächte mit in den Krieg rein, um wohl maximales Chaos anzurichten und damit die anderen... Ah, another warrior arrives to heed the call to battle. Kavan! Ah, ein weiterer Krieger folgt dem Ruf in die Schlacht. Kavan, mit Captain Koran hatten wir ja schon in der Hohen Halle gesprochen. Das war die erste, mit der wir gesprochen hatten in der ersten Folge von dieser bis jetzt vierteiligen Episode. Statusbericht, Captain. Ja'ula and her bootlicking Targspawn have a fleet near the orbital shipyard complex. It is likely they mean to raid it for anything they can steal, or blow it to pieces to deny its services to the Empire. Ja'ula und ihre stiefelleckende Targ-Brut haben eine Flotte nahe der Werftanlage. Es ist wahrscheinlich, dass sie versuchen werden, alles zu stehlen, was nicht nied- und nagelfest ist, oder es zu sprengen, damit es dem Reich nicht mehr von Nutzen sein kann. Oder beides. Ha, indeed. Enough of this ligament chewing. We are here, ready to fight. Come, let us show them the price of their dishonor. Ach, in der Tat, aber genug davon. Wir sind hier und bereit zu kämpfen. Zeigen wir ihnen den Preis für unehrhaftes Verhalten. In welchem Zustand ist eigentlich mein Schiff? Wir haben jetzt erhöhte Hüllengeneration zur Verfügung. Als nächstes bekommen wir Energieschaden und Strangschadenwiderstand, aber das werden wir wohl in dieser Folge nicht mehr bekommen. Moment, Captain, wir empfangen eine Übertragung auf allen Kanälen. Es ist Jula. People of Kuvat, hear me now. I come to you now as a liberator, not a conqueror. I wish to free you from the tyranny of the false chancellor, Jempok. Ja, natürlich. Ich meine, Jempok ist wirklich ein bisschen zwielichtig Kanzler geworden, aber Ja'ula traue ich noch weniger. Jempok hat wenigstens für Stabilität gesorgt, ne? Einwohner von Kuvat, hören Sie mich an. Ich komme nicht als Eroberer, sondern um Sie zu befreien. Ich will Sie von der Tyrannei des falschen Kanzler Jempoks befreien. Das dürfte interessant werden. Kuvat is the birthworld of my mother. Stand with me now, and we will find honor and glory together.
Some of you may choose to meet me in battle. So be it. I will grant you an honorable death. A warrior's death. The choice is yours. Kuvat ist die Heimatwelt meiner Mutter. Stellen Sie sich nun an meine Seite, dann werden wir gemeinsam Ehre und Ruhm erlangen. Einige von Ihnen werden es vorziehen, mir auf dem Schlachtfeld zu begegnen. So sei es. Ich werde Ihnen einen ehrenvollen Tod gewähren. Den Tod des Kriegers. Sie haben die Wahl. Ich fürchte, dass einige von unseren Verbündeten jetzt die Seite wechseln könnten. Das werden wir wohl gleich erfahren. Wie viel haben wir denn hier eigentlich? 1, 2, 3, 4. 4. Nicht mehr? Okay. Wenn ich Pech habe, muss ich das am Ende alleine machen. Ich denke, wir haben hier genug gehört. Nee, sie bleiben alle auf unserer Seite. Gut, bis jetzt haben sie zumindest nicht die Seite gewechselt. Ich sollte nicht mit Hurra, obwohl, warum nicht? Ich zünde in der Mitte den geladenen Partikelstoß, schwäche ihre Schilde, zünde das hier und verdrücke mich jetzt erstmal, weil ich jetzt die volle Aufmerksamkeit habe. Und, ja, ist schon recht, genau deswegen. Irgendwie, ja, jetzt hat mich mal wieder die Zeitagentfähigkeit gerettet, sonst wäre mir jetzt draufgegangen. War wohl nicht die klügste Taktik. Aber wirksam war sie. Darf ich mal bitte mein Schiff heilen? Danke. Gut. Ich sollte das mit meinen anderen Chars definitiv vorsichtiger angeben. Die haben nämlich das hier nicht. Die wunderbaren Reparaturen hat nur Calrissia. Ja, das wäre jetzt ohne diesen Skill definitiv sehr, sehr schief gegangen. So, jetzt versuche ich am Rand des Schlachtfelds zu bleiben. Taktisch. Gut, den Kampfgeschwindigkeit, dann Flächenschaden. Ich versuche den zu assimilieren. Ah, das kam zu spät. Das Torpedo hat nicht mehr erreicht. Und ich sollte eine Wendung machen, bessere Schilde zudrehen. Den habe ich jetzt vergeudet, den Partikelstoß. Da war niemand mehr. Aber egal, wir haben den Kampf gewonnen. I've been instructed to give you a chance to surrender, Ja'ula, that you might face justice. Do you accept? Or is there still a small part of you that remains Klingon? A part that demands to die in battle with honor. Mal ganz kurz nebenbei zu dem Schiff hier, zu diesem Wundertäter-Schiff der Scott-Klasse. Irgendwie schaut es aus, als hätten sie zwei Schiffe aneinander getackert, oder? Mit einer Untertassensequenz, die zweite Untertassensequenz abgeschraubt sozusagen und dann zwei Schiffe aneinander getackert. Das würde natürlich den ungeheuer starken Slipstream-Antrieb erklären. Das ist der Antrieb von zwei Schiffen. Ja, also im, ich weiß nicht, das Design ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber es ist originell. Gut, ich wurde angewiesen, Ihnen die Möglichkeit zur Kapitulation zu geben, Ja'ula, damit Sie der Gerechtigkeit zugeführt werden. Geben Sie auf, oder steckt Ihnen noch ein kleiner klingonischer Teil? Ein Klingone, der ehrenvoll im Kampf sterben will. Wählen Sie weise, Matriarchin. Weak, arrogant and stupid is no way to go through life, Captain. I will correct your flaws in battle. If you're lucky, you might live to share the lessons with the other fools in your pathetic house. Schwach, arrogant und dumm ist keine Art, durch das Leben zu gehen, Captain. Ich werde Ihre Makel beseitigen. Auf dem Schlachtfeld. Wenn Sie Glück haben, leben Sie lange genug, um diese Lektion mit einem anderen Narren Ihres lächerlichen Hauses zu teilen. Ich denke, da haben wir unsere Antwort. Alle Mann auf Gefechtsstation. Auch die Frauen. Und die Transgender. Und die Nichtmenschen. Und, So, volle Power auf das Oh, weg ist sie. Ja, ja, und sie spricht von Ehre und Blab, ne? Ist doch schon wieder abgehauen, oder? Ich dachte jetzt gerade volle Kraft auf das Flaggschiff. Aber. Ja, ich sehe schon, wie das hier wieder. Muss mich mal kurz heilen und. Dann begebe ich mich an den Rand des Getümmels. Da ist er. Also sie hat wohl nur die Tarnvorrichtung gemacht und eventuell einen kurzen Warpsprung gemacht oder sowas. Oh, meine Verbündeten sind gerade nicht im besten Zustand. Ich muss trotzdem vom Rand aus operieren. Wenn ich da jetzt mitten reinfliege. Also, das Getümmel von der
noch mehr Rebellen. Wenn das so weitergeht, wird es in Kretor bald kaum noch Platz für unehrenhaften Abschaum geben. Also Kretor ist sowas wie die Hölle der Klingonen. Und wer da noch Stovoka? Da kommen die ehrenhaft Gestorbenen hin, ne? Nur mal am Rande. Hull integrity below 75%. Ach was, ist das so? Danke für die Info. Tun wir mal was dagegen. IKS, blablub, du kriegst mal von mir ein paar Assimilatoren rübergeschickt. Ich werde es wohl kaum assimilieren können, aber ein Ärgernis ist es für Jeula allemal, was ich dir geschickt habe, die Naniten. So, und dann luster ich nämlich mal auf und gucke mich auf, was geht. So. Alles ist jetzt drin. Alle Buffs, die mir zur Verfügung stehen. Ha, jetzt haben auch wir Verbündete, die uns glorreich und Kampf unterstützt werden. Ja, Schilde pflegen, Hülle. Den brauche ich jetzt gerade nicht dafür. Das geht auch so. So, alle Buffs erneuert. Dann Schilde runterziehen. Hoffentlich habe ich jetzt da ein bisschen was erreicht. Den da, den habe ich getroffen. Gut, die rechten Schilde sind hinüber. Ich muss mal wieder das Schiff wenden. Ja, wir müssen weg. Das dürfte interessant werden mit meinen Taktikern. Die haben nämlich nicht Calrissias Technikabhängigkeiten. Da muss ich klüger vorgehen. Na gut, da hauen die mehr Schaden raus, ne? Okay, das war wohl. They hit Kuvat City. It is a non-military target. Kuvat City? Ich dachte, das ist ja Heimatplanet. Was macht Jeula da? Hat sie doch erklärt, das ist ja Heimatplanet. Ist die blöd? Rhetorische Frage. Ich ziehe die Frage zurück. So, dann Flächenschaden rein. Das ist einer von diesen Skills da, von dieser Spezialität. Den habe ich jetzt wohl hiermit gezündet, vermute ich. Also das eine Abbild, das holographische Schiff, das da gerade gestartet ist. Ich habe diese Fähigkeit hier noch nicht im Griff. Kann sie also noch nicht gezielt einsetzen. Das ist eher momentan fast Zufall. So, lädt schon wieder nach. Versucht das mal zu assimilieren. Dann. Hat geklappt, schön. Wir haben Unterstützung. Ist es auch eine. Taugt was? Sehr gut. War eine gute Idee. Ja, jetzt zum Ende des Kampfes, wo nichts mehr übrig ist, oder was? So, the Barbarian shows her true colors at last. I will not rest until she pays for this cowardly attack. I swear it! But now is not the time for revenge. Now I must help the people of Kuvat. Be ready. When we find her, the Empire will need the best to take Jeula down. Will you answer the call? Ja, ich habe erst Bavarien verstanden. Was haben Bayern im klingonischen Raum gerade zu suchen? Gut, schöner. Ding am Rande. Jetzt lässt diese Barbarin also endlich die Maske fallen. Ich werde nicht ruhen, bis sie für diesen feigen Angriff bezahlt hat. Das schwöre ich. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit für Rache. Jetzt muss ich den Leuten auf Kuvat helfen. Halten Sie sich bereit. Wenn wir sie finden, braucht das Reich seine besten Leute, um sie zur Strecke zu bringen. Werden Sie dem Aufruf folgen? Wenn die Zeit kommt, können Sie auf mich zählen, Captain. Haunibu 17 Ende. Wir haben die Freigabe erhalten, das Kuvat-System zu verlassen. Auf Ihren Befehl können wir los. Energie. Gut, das war jetzt dann eine 15-Minuten-Folge oder so. Questabschluss noch. Passt, ist in Ordnung. Dafür war die letzte Folge ein bisschen überdehnt. Aber nicht viel.
Missionslogbuch öffnen. This is a dark day. The poisonous words of Ja'ula have spread like wildfire throughout the Empire. Many warriors have dishonored their house and sworn allegiance to her. It is the first day of a Klingon civil war. It will not last for long. I will make every Klingon see Ja'ula for what she truly is. They will turn their backs on the so-called Liberator and her treacherous house. Soon I will place her skull in the Great Hall as a reminder to all. Betray the Empire! Betray me! And you will pay the ultimate price, a traitor's death. Eternity in the halls of Grethor. Forever damned, forever without honor. Dies ist ein dunkler Tag. Das Gift von Ja'ulas Worten hat sich wie ein Lauffeuer im Reich verbreitet. Viele Krieger haben ihr Haus entehrt und ihr die Treue geschworen. Der heutige Tag ist der Beginn eines klingonischen Bürgerkriegs. Also so werde ich dann wohl auch die Episode vorerst nennen. Sie haben es dann bisher nur besondere Episode genannt. Mangels besseres Begriffs werde ich die Episode jetzt bis auf weiteres der klingonische Bürgerkrieg nennen. Es wird nicht lange andauern. Ich werde jeden Klingonen vor Augen führen, wer Ja'ula wirklich ist. Sie werden dieser sogenannten Befreierin und ihrem Haus den Rücken zukehren. Schon bald werde ich ihren Schädel in der großen Halle als Mahnmal aufstellen. Wer das Reich, wer mich hintergeht, wird den ultimativen Preis bezahlen, den Tod des Verräters. Für ewig in den Hallen von Grethor, auf ewig verdammt und ohne Ehre. So, das kriegen wir alles. Was ist denn das hier? Eine Disruptor-Dualpersone. Ja. Also das brauche ich jetzt nicht. Ich schaue mir die mal an. Vielleicht ist die ja Serve the Empire well. Ganz nett. So, das ist also die besondere Episode. Es gibt kein Zentrum mehr. Ich werde es also jetzt der klingonische Bürgerkrieg nennen. Solange ich keinen besseren Namen dafür habe. Sie müssen das irgendwann mal einsortieren. Entweder hier oder sie machen eine neue Kampagne draus. Weiß ich nicht, ja. Kann ich jetzt nicht sagen. Und irgendeinen Namen muss ich dem Ding geben. Natürlich kann ich, nenne ich es auch nach der Quest, aber ich muss es auch irgendwie einordnen. Gut, lassen wir das. Schauen wir uns die Pistole mal an. Was kann sie denn? Pistolen mit Flächenangriff verfügen über einen alternativen Feuermodus, der mehrere Feinden von ihnen durch ein Netz von Blitzen Schaden zufügt. Disruptor-Bodenwaffen verfügen über das Potenzial, den Schadenswiderstand des Ziels zu verringern. Bei Interesse bitte mit der Pausetaste selber lesen. Das ist jetzt nicht für so viele interessant, dass ich es vorlese. Aber ihr könntet euch die Information holen. Es hat offenbar 3 Feuermodi. Ah ja, schau an. Stößt alle Feinde in einem Radius von 8 Metern um 5 Meter zurück. Ich werde das Ding auf jeden Fall mal testen. Liest sich nicht schlecht. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.